Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Teil von Pro to Enlightenment. Und ich vermute mal, dass das der letzte Teil ist, wenn ich das hier alles schaffen sollte. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Im letzten Teil war es noch die Beta. Jetzt spiele ich hier mit euch die Release-Version. Und ich denke trotzdem, die wird auch noch immer mal wieder geupdatet. Und ja, ein paar Bugfixes werden dann mit Sicherheit auch behoben. Okay, ich zeige euch jetzt erstmal, was sich noch geändert hat. Also, Menü ist jetzt komplett auf Deutsch, ne, wie wir hier sehen. Und wir haben auch jetzt, wir können den Körper einschalten. Ah, ich guck mal, so. So, und beim letzten Mal war ja das Problem, wenn ich mich in meinem 360-Grad-Setup bewegt habe, dann waren auf einmal die Arme so. Und ja, jetzt probieren wir das mal. Und es bleibt alles okay, also kein Problem mehr. Die Arme könnten ein bisschen weiter auseinander sein, also es fühlt sich so an, dass die Arme jetzt hier irgendwo dran getackert sind, aber ansonsten ist es echt cool gemacht. Gibt natürlich bessere Umsetzungen, was das jetzt hier betrifft, also das ist ganz klar. Aber trotzdem, okay. Ja, wer das Spiel hier noch nicht hat, der kann das auf meinem Kanal jetzt gewinnen. Und zwar müsst ihr einfach nur unter dieses Video, unter den Kommentaren schreiben, wie heißt der Charakter, den wir in Folge 1 spielen. Also ihr braucht auch nur den Vornamen, nicht unbedingt den Nachnamen noch zu suchen. Schaut euch einfach mal die Folge 1 an und ja, da kommt ihr mit Sicherheit ganz schnell drauf. Der Name kommt immer mal wieder vor. Okay, ich muss euch aber jetzt erst noch mal was beichten. Ich habe ein Rätsel hier schon gelöst und hatte eine Aufnahme gemacht, aber das Bild war irgendwie, ja, total eingeschrumpft. Ich habe irgendwie wo irgendeinen Fehler gehabt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nochmal neu aufgenommen. Also ein Rätsel habe ich schon gelöst. Das kann ich euch aber trotzdem zeigen. Ich kann jetzt hier diesen Speicherstand ja nicht mehr zurücksetzen. Ich habe diese Teile auch schon im Rucksack, die wir da bekommen. Aber das Rätsel kann man nochmal machen. Also das habe ich gerade schon probiert und ich zeige euch auf jeden Fall, wie das Rätsel funktioniert. Und dann wird auch ein kleiner, ja, kleiner Storyteil freigegeben. Uns wird noch was erklärt. Aber ja, jetzt gehen wir uns erstmal hier alles anschauen und danach gehen wir mal in diesen Raum rein, wo ich das eine Rätsel schon gelöst habe. Okay, schauen wir uns. Achso, ich wollte euch noch zeigen, wenn man das Spiel auf Deutsch stellt, sind auch jetzt hier die Infos, die an den Wänden sind auch auf Deutsch. In der Zukunft liegt nur ein Ort hinter uns, die Vergangenheit. Und das wird mit Sicherheit auch im ganzen Spiel so sein. Ist auch ein wichtiger Schritt für so ein Adventure, wenn man Probleme mit Englisch hat. Was haben wir denn hier? Haben wir ja mal irgendein Panel mit irgendwelchen Anzeigen dran. Aber es sieht so aus, dass wir keinen Saft haben hier. Alles ist tot. Ah. Okay. Hier können wir irgendwas einstellen. Aber hier ist es auch echt saufinster. Hier haben wir irgendein Gemälde. Ist hier was im. Ah. Okay, komme ich nicht ran. Oder da komme ich schon ran, aber man kann es nicht benutzen. Hier ist wieder so eine Kugel, die wir hier immer mal wieder sehen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Panel hier. Main Pump, Filling Pump, Filling Pump. Ja, da tut sich gar nichts. Hier sind irgendwelche Räder. Auch nicht. Ja, wie gesagt, hier ist alles ohne Saft. Main Power Redistribution Panel. Okay. Okay, man kann hier mehrere Schalter oder Sicherungen einschalten. Hauptschalter. Vielleicht können wir so wieder die Anlage hier zum Leben erwecken. Probieren wir einfach mal. Ne, da tut sich gar nichts. Okay. Boah. Also Beleuchtung ist echt cool gemacht. Hier in der Nähe kann ich alles gut beleuchten. Sobald ich aber da so in den Gang rein, da ist dann komplett finster. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder diese Kugeln.
Eine Filmrolle. Kann ich da hinkommen? Ja, aber ich kann auch wieder nichts aufheben. Das ist schade, was in der Folge 1 echt cool war, dass man echt fast alles aufheben konnte und so weiter. Das hätte gerne durch das ganze Spiel gehen können. Okay, da ist irgendein Schaltraum. Gucken wir uns erstmal jetzt hier ein bisschen um. Okay, das sieht aus wie das Gerät, was, wo der Anatoli uns diesen komischen Stick gegeben hat, diesen Memory-Stick, den wir dann da eingesteckt haben. In der letzten Folge. Sieht ungefähr gleich aus. Also. Ungefähr, nicht wirklich, aber was haben wir hier? Haben wir irgendeinen Generator oder keine Ahnung, was das ist? Wow! Alter! Ruhig! Also hier ist einfach nur eine Müllhalde. So, und jetzt kommen wir in den Raum rein, wo ich das Rätsel schon gelöst habe. Aber so wie jetzt findet ihr den auch vor. Das heißt, wir gehen jetzt mal rein. Ja, ist doch gut jetzt. So. Ja. Wie alles hier ist jetzt wirklich auch alles auf Deutsch. Die Schilder hier an den Wänden. Das elektromagnetische Wiedergabegerät für Klangkugeln. Ja, also jetzt wissen wir es. Das sind Klangkugeln. Und die fallen auch gerne runter. Was haben wir da noch? Auch ein Schild wieder. Vergiss nicht, Handschuhe zu tragen, wenn du eine elektromagnetische Klangkugel installierst. Fingerabdrücke könnten die Aufzeichnung beschädigen. Okay. Ja, wir sehen jetzt hier so einen, ja, Hauptpanel nenne ich es einfach mal, wo eine Kugel drauf sitzt. Und da gehen Leitungen weg zu diesen Geräten. Und wir gehen jetzt hin und, also ich habe es so gemacht. Ich habe jetzt einfach diese Kugeln draufgesetzt und immer mal wieder probiert und da passiert halt nichts. Dann geht man zum nächsten Gerät. Ich weiß nicht, ob es eine andere Methode gibt, wie man das rausfindet. Bei mir hat es jetzt so gepasst. Da seht ihr es. Die Leitung wird violett. Das heißt, irgendwelche Sachen gehen jetzt da in dieses Hauptpanel rein. Dann habe ich mir die nächste Kugel genommen und bin wieder zu allen Geräten gegangen, bis ich auch wieder so ein violettes Kabel hatte. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Okay. Also lassen wir die mal fallen hier. Hier sind ja noch einige. Ha, wie das Richtige erwischt. Jetzt nehmen wir mal die nächste hier. Viele sind es ja nicht mehr. Okay, ist es nicht. Da ist auch noch eine. Also wenn ihr das Spiel auch gespielt habt und ihr habt eine andere Möglichkeit gefunden, wie man das lösen kann, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Ich habe es einfach ausprobiert. Vielleicht hat es auch was mit den Höhen zu tun hier. Die sind ja verschieden aufgebaut, in verschiedenen Höhen. Kann natürlich auch sein. Okay, jetzt haben wir alle vier. Es leuchtet hier der Play-Knopf. So, jetzt ist dieses blöde Symbol da weg. Und jetzt geht hier eine richtige Disco ab. Ja,
Klangkugeln halt. Oh. It is time. Das ist Anatoly. You've made it so far, but I'm afraid there's nothing to celebrate yet. Listen carefully. The date is March 1st, 1986. Me, Anatoly Sklodowsky, and the rest of the Pro's resistance group are preparing for the last battle. The battle against the Enlightenment and the Soviet government behind it. There are three key things you need to know. First, this mineral is mined by the Enlightenment. There's an enormous amount of it in the caves beneath the canyon. It is the only mineral on Earth that contains many times more energy than uranium. Second, Duga, or the Steel Yard, the biggest radar and the most powerful amplifier in the world that can resonate on any frequency and initiate disorders of matter. Third, my friend Victor became the victim of the nuclear radiobiological experiment, and we thought he was dead. Also, es ist nur eine Energieform. Changed him. They've turned him into indestructible, powerful weapon of mass destruction, and named him Patient One. We've set up the traps on the polygon to soak Victor's matter in a safe enclosure and save him from military experiments that the Enlightenment run on him. I've built a reactor in our secret shelter beneath the polygon. While the reactor runs, it holds Victor's powers, and there's a chance to bring his memory back. We are keeping him safe in a desolation chamber. Okay, wo soll diese We will cut out the energy supply of the Enlightenment by leaving them without the nuclear fuel. Thus, we'll prevent the biggest world disaster. Victor is the key for deactivating the isotope. During my research, I came up with a theory. The deployment of Victor's energy field, along with simultaneously tuning the Duga amplifiers to the matched frequencies, will neutralize the active substance of the minerals in the mines, and it will remain useless. The discharge of isotope ions will last more than 30 years. The mineral will restore its nuclear powers with time. Someone should initiate the discharge until the radioactive activity will be noticed again. I don't know if I'd still be alive by then, but I am sure that these instructions are in the right hands. Aber wir sind's. Here, you're gonna need this. The key from the control panel will let you activate the reactor. The reactor might get unstable with time. This device will help you control the energy flows. You need to find Duga blueprints somewhere in the desolation chamber. Get to the Duga control panel and launch it as instructed. Hopefully, everything will go as I've planned. Be careful out there. Anatoly Sklodowsky, over and out. Ciao, Anatoly. Ja, Leute, und jetzt sind wir an dem Punkt, da ist jetzt was aufgegangen, da waren Sachen drin. Die sind jetzt leer. Da war einmal dieses Gerät drin. Ah, nicht das Radio. So, hier Schlüssel, ne? Auch nicht die Taschenlampe, dieses Gerät. Mann, ja, jetzt hab ich's. Also das brauchen wir irgendwie für diesen Reaktor. Werden wir mal schauen, also die waren auf jeden Fall da drin. Ich bin ja echt froh, dass ich das trotzdem hier euch noch zeigen konnte. Wäre blöd gewesen, wenn ich jetzt, dann hätte ich das ganze Spiel nochmal von neu spielen müssen und es hätte mich wieder zeitlich zurückgeworfen. Von daher ist es schon ganz gut, dass ich das jetzt hier trotzdem zeigen konnte. Und ja, das werdet ihr dann davor finden, was ich euch gerade gezeigt habe. Okay, ja, weiter habe ich nicht gespielt. Nachdem ich hier rausgegangen bin, habe ich die Folge eigentlich beendet. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da sonst noch so kommt. Da hinten glitzert was. Okay, das ist eine Treppe. Ach, da ist das. Steuerpult. Main Power Supply. Hier sind mehrere Sachen, werden angezeigt. Air Counter 1 und 2.
Particle Accelerator. Ah, hier ist dieses Mineral, von dem der Anatoli gerade gesprochen hat. Und das sollen wir mit Hilfe des Experiments und Victor komplett irgendwie neutralisieren. Der hatte dieses Gerät, was wir im Rucksack haben. Okay, da wird das Kabel angeschlossen scheinbar. Und da sieht es aus, als er das irgendwie dreht. Und irgendwo auf den Reaktor hält. Okay. Ja. Oh, hier haben wir einen Schlüssel. Tokomak. Wir haben ja einen Schlüssel. Steht sogar Tokomak drauf, glaube ich. Gerade habe ich kurz gesehen. Ja, Tokomak. Okay, der lädt uns natürlich ein, zu drücken. Selbst wenn hier jetzt stehen würde, bitte diesen Knopf nicht drücken. Wir würden den drücken. Von daher, los. Was jetzt? Initializing PR-03E Experiment. Access granted, Sklodowski Anatoly. Okay, ich probiere mal kurz das Ding schon mal anzubringen. Ah, ich kann ja auch hier wechseln, das ist gut. Wieder mit der Taschenlampe auf. Attention. Power supply interrupted. Damage in the power coupling. Transition to an emergency source. Okay. Power redistribution required. Stromleitung erforderlich. Panel TG9. Main Power Supply. Na, da ist was rot am Blinken. Und da auch. Also gehen wir mal zum Panel. Power redistribution required. Panel TG9. TG9, okay. Boah, das sieht schon krass aus mit diesem Schatten da. Wenn da jetzt ein menschlicher Schatten stehen würde. Boah. Da würde ich mir Power redistribution echt in die Hose machen. Required. Panel TG9. Ich vermute ja, dass irgendwann irgendwie Victor hier rausgelassen wird. Okay, was haben wir jetzt hier? Taschenlampe brauchen wir nicht mehr. Primary Winding oder Winding. Also Primärwicklung required. Und Sekundärwicklung. TG9. Es ist jetzt 95 von 100 und da ist 140, 45. Was passiert denn hier, wenn ich jetzt 0 von 100? Okay, also wir müssen scheinbar da 100 erreichen. Das sind Verteilerknoten. Wie wir hier sehen, hier geht immer hier 30 Kilovolt rein und wird dann hier verteilt. Jetzt müssen wir uns das mal angucken. Wie sieht es da hinten aus? Von da geht 90 raus, teilt sich in zwei, geht hier rein und hier kommt nochmal 195 und dann kommen wir auf 140. Probieren jetzt, was passiert, wenn wir den abschalten? Jetzt sind wir auf 45, 45, okay. Also ich würde sagen, das ist erstmal richtig. Aber wir haben da jetzt alles eingeschaltet und kommen nicht auf 100. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das erreichen könnten. Also wir haben hier 30, teilt sich in 10, 10, 10, 25, 25 und 10 ergeben hier 35, das passt. Gehen in den Verteiler, hier geht 10 in den Verteiler, also 45, 50. 45 ergibt dann 95. Required. 30, 25. Panel TG9. Hier passt ja was nicht, ne? Das sind ja 55. 55 und 45 wären ja 100. So, jetzt gehen wir ja mal jeden Pfad hier lang. 30. 10. TG9. Hä? Aus 10 wird hier 5. Ich glaube, wir haben es gefunden. Aus 95 ist jetzt 90 geworden. Power supply restored. Okay, wir haben den Pfad weggezogen.
Und da war scheinbar der Fehler irgendwo drin, in dem Gerät hier vielleicht. Und jetzt haben wir unsere 100. Und wir haben Licht. Sieht cool aus, diese riesen Leuchten. Das sieht sehr gefährlich aus. Also wenn ich sowas in Realität sehen würde, würde ich nicht nah dran gehen. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen können.